Hallo liebe Kinder, willkommen bei dieser ersten Lektion zur Einführung des Lebens im göttlichen Willen für Kinder. Jesus hat der Luisa Picaretta viele praktische Sachen gesagt über das Leben im göttlichen Willen und über den Glauben. Jesus hat Luisa gesagt, dass man so beten könne, dass der Vater im Herzen schlägt, dass der Sohn im Blut fließt und dass der Heilige Geist in unseren Lungen atmet. Das bestätigte auch der heilige Apostel Paulus, der ein sehr guter Jesusfreund gewesen ist, als er gesagt hat, in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Dementsprechend kann man auch das Kreuzzeichen mit diesen Elementen auch bereichern und einbauen. Möge der Vater in meinem Herzen schlagen, möge der Sohn in meinem Blut fließen, möge der Heilige Geist in meinen Lungen atmen. Amen, Amen, Halleluja. Möge der Vater in meinem Herzen schlagen, möge der Sohn in meinem Blut fließen, möge der Heilige Geist in meinen Lungen atmen. Amen, Amen, Halleluja. Auf Wiedersehen, das war die erste Folge. Für Kinder das Leben im göttlichen Willen.